Jo Leute, heute ist was rausgekommen. An einem Sonntag eine SBC und dann aus der Bundesliga. Das kann eigentlich nur geil sein. So, der gute alte Kimmich hat tatsächlich eine Spielermomente-Karte bekommen, die eigentlich ganz nice ist. Also sie sieht echt nice aus. 80 passen, 80 schießen, 91 passen, 89 dribbeln, 84 def, 82 physis. Mich stört dabei, aber er hat 3 Sterne Fähigkeiten und schwacher Fuß 4. Das heißt, und der ist er mir. Also von den States her ist er geil, aber ich würde nicht spielen. Also ich werde ihn mir nicht holen, weil er einfach zu wenig Sterne hat. Und dann. Es reichte nicht fürs Late Game. Wäre diese Karte jetzt Weihnachten gekommen, hätte ich sie hundertprozentig gemacht für 204.000. Aber jetzt sind wir im Late Game. Jetzt gibt es nur noch Messi. Jetzt gibt es nur noch Scream Aguero vor einem Sturm. Es gibt nur noch die Creme de la Creme auf der Weekend League bald. Deshalb müssen wir jetzt gucken, dass wir mindestens 4 Sterne, 4 Sterne bekommen. Wenn nicht sogar 5 Sterne, 5 Sterne überall. Auch bei den Sechsern. Für mich bei den Sechsern 3 Sterne, 4 Sterne ist zu wenig. Ich brauche 4 Sterne, 4 Sterne, damit er auch ein bisschen sich einschalten kann. Und da sind mir 204.000 einfach zu viel, weil ich da den Kölner machen kann und den upgraden kann, ist er 89. Dann hat er dieselben States. Dann ist er genauso stark. An sich, er hat Ingame State 2435. Das ist schon richtig nice. Antritt von 85, Sprintgeschwindigkeit 75, ist aber okay für einen Sechser. Dribbeln 89 aufgebaut mit Reaktion 92, das sieht schon richtig nice aus. Schießen 92, Position, Finishing 76, ja gut, viele Tore schießt er auch so nicht. Passen 96, hin und her schieben, das ist schon mega. Ausdauer 98, der Junge kann laufen wie ein Pferd, hat eine Pferdelunge. Aggression 90, auch das ist geil. Also die Karte ist nice, aber die Frage ist natürlich, was bringt uns diese Karte jetzt noch im Late Game? Da, wo es halt jetzt wirklich drauf ankommt. Und da kann ich nur sagen, wenn ihr die Spieler im Team habt, macht sie auf jeden Fall. Wenn ihr nicht die Spieler im Team habt wie ich, dann lasst es, weil dann könnt ihr auch den Kölner euch hinstellen und habt ihr den gleichen Effekt, weil. Ich würde ihn gerne machen, aber ich kann ihn nicht machen. Er ist nicht das, was ich brauche. Also, wir machen noch den Deutschland-Squad. Deutschland, mindestens ein Spieler. Team auf dem Weg, mindestens ein Spieler. Team Gesamtwert, mindestens 85. Team Chemie, 75. Anzahl der Spieler im Team 11. Bürki im Tor. Kimmich. Boateng. Javi Martinez. Süle. Müller. Stindl in Form. Witzel. Gulacsi. Bürki. Und Coman. Das ist mein Team. Deutschland. Team Bundesliga. Brauchen wir mindestens einen Bundesliga-Spieler? Team auf der Weg minus 1, 86 in Gesamtbewertung. Team Chemie 70, Anzahl der Spieler im Team 11. Im Tor haben wir jetzt Paul Lopez, Iličić, Koulibaly, Cellini, Lewandowski, Fabian, Ramsey, Cuadrado, Stindl in Form wieder, Khedira und in vorne Dzeko. Ich kann nur sagen, wenn ihr wirklich Bock drauf habt, macht ihn. Wenn ihr genügend Coins habt oder genügend Spieler, dass es euch vielleicht, keine Ahnung, 50.000 kostet oder so, dann macht ihn auch. Wenn ihr natürlich jetzt knapp bei Kasse seid, dann macht den Kölner. Und ihr müsst überlegen, die 200.000 sind weg und der Kölner ist umsonst. Deshalb, es ist eine schwierige Sache für mich. Ich würde gerne den Kölner spielen, ich würde aber auch gerne ihn spielen. Ich muss es mir überlegen, ich habe ja noch ein bisschen Zeit, 3 Tage. Ich weiß noch nicht, ob ich ihn mache, wegen den 3 Sternen. Ich weiß es wirklich nicht. Ich kann es euch noch nicht sagen. Aber wir haben ja noch Zeit. Wir haben ja noch ein paar Tage Zeit, uns das zu überlegen. In diesem Sinne, ich will euch nur informieren, ob ihr die Karte macht, ist an euch überlassen. Ich würde sie machen, wenn ich genügend High-Rated-Spieler hätte. Ich würde sie machen, wenn ich genug Coins hätte. Und ich würde sie machen, wenn ich einen Bock darauf hätte. Wenn ich jetzt endlich keine Coins habe, würde ich sie sein lassen, weil dann kannst du auch den Kölner machen, dann kannst du auch, was weiß ich, den 86er Witzel hinstellen. So viel schlechter sind die auch nicht. Ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Dann lasst ein Like da, abonniert den Kanal, gebt den Kanal weiter, damit mehr Leute reinschauen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.